Hi Leute, das ist Sanu hier und willkommen zu einem neuen Video zu Division 2. Zu meinem ersten Build-Video in der Season 2.0. Und ja, das Ganze wird ein Pestilence-Build. Das zweite Pestilence-Build bei mir auf dem Channel, nachdem ich vor Ewigkeiten mal den Pestrio rausgehauen habe. Und die Pestilence hat ein mega Upgrade bekommen. Genau wie viele andere Waffen und andere Exotics. Aber die Pestilence, die war vorher schon geil, einer der Lieblinge in der Community. Besonders bedingt durch ihre Fähigkeit, Schaden über Zeit zu verursachen, wenn man Waffenschaden stapelt. Und jetzt hat sie ein Upgrade bekommen mit höherer Feuerrate und ist jetzt nicht nur stark durch den Schaden über Zeit, sondern kann man jetzt als geiles Allround-LMG benutzen und haut so richtig geil die Gegner um. Das, was ihr gleich sehen werdet, ich habe mich dazu entschieden, das Ganze ohne Modifier aufzunehmen, weil ich weiß, dass so einige von euch entweder die Modifier ausstellen oder sie eventuell später hinzuschalten, wenn sie mehr eigene freigeschaltet haben oder so. Und ich finde, dass das Bild so ohne Modifier schon richtig geil funktioniert und richtig stark ist, weil mit Modifiern ist das Ganze noch stärker. Ja, das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Das heißt, ich finde, das gibt einen besseren Einblick in das Bild. Aber schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr lieber das mit Modifier sehen wollt, generell so für die Zukunft, oder lieber ohne. Weil eigentlich sind alle Builds, die ohne Modifier funktionieren, nochmal eine gute Ecke stärker mit den Modifiern. So, aber lasst mir gerne ein Abo, Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem neuen Pestilence-Bild. Thank you.
So, ich glaube sogar, das ist mein, ich glaube nur zweites Pestilenzbild, was ich auf dem Channel habe. Das erste war der Pestriot, meine ich, von vor Ewigkeiten. Hier war er Patriot mit der Pestilenz, wo das noch ging. Das war ein mega geiles Bild, ne? Das haben sie ja leider zerstört. Aber Season 2.0 ist da und die Pestilenz hat einen richtig krassen Buff bekommen. Und ich habe mir gedacht, komm, baust du mal ein Bild drumrum und versuchst mal die Stärken der Pestilenz ein bisschen rauszukitzeln, ne? Deswegen fangen wir auch direkt mit der Spezialisierung an. Und hier habe ich ganz klar den Richtschützen gewählt. LMG, eine der besten Spezialisierungen überhaupt. Na, jedes dritte Nachladen erfolgt 50% schneller. Töten vom Feind und Gewehr 10% Rüstung. Ihr kennt die, solltet die ganzen Vorzüge vom Richtschützen kennen. Die sind halt echt super. Ne, höhere Feuerrate nach einem Kill. Munitionskapazität für die Partymitglieder. Waffenhandling, wenn man sich nicht bewegt und in Deckung verharrt. Es ist einfach geil. So, wie habe ich das Ganze aufgebaut? Eigentlich ganz einfach, ne? Angesprochen auf die Pestilenz. Die hat jetzt in dem Bild, in der Variante, hat sie 935 SPM. Eine richtig krasse Feuerrate. Die hat auch einen besseren Reload bekommen. Wurde einfach krass gepimpt. Muss man echt sagen. Die war ja vorher schon stark, ne? Klar, man musste da primär auf die Dots setzen, ne, auf den Schaden über Zeit, den sie macht, damit sie richtig effektiv ist. Aber jetzt ist es andersrum. Jetzt kannst du das mit dem Schaden über Zeit sehr gut kombinieren mit direktem Schaden, der beim Gegner ankommt. Und das allein durch die höhere Feuerrate und den Grundwaffenschaden ist es ein absolutes Monster. So, hier habe ich tatsächlich den Mod vergessen. Okay. Habe ich gestern die ganze Zeit ohne den Mod gespielt? Aber natürlich wieder typisch Daniel. So, auf jeden Fall, ich habe die Coyote-Maske drin. Die Coyote-Maske sehr, sehr offensiv. Ich wollte das Ganze auch sehr, sehr offensiv gestalten. Und die Coyote-Maske mit dem Talent Rudelinstinkte, ne, je weiter man vom Gegner entfernt ist, also je nachdem, welche Reichweite man hat, passt auch zum Season-Thema, desto unterschiedliche Attribute, Stats bekommt man für sein Bild und für die ganze Gruppe. Das ist ganz geil. 0 bis 15 Meter sind 25% Schaden durch. Kritische Treffer 15 bis 25 Meter 10% Schaden durch und 10% Chance auf kritische Treffer. Bei über 25 Metern sind es 25% Chance auf kritische Treffer. Das Ganze, wie ihr seht, komplett offensiv. Dann habe ich, um das LMG auszureizen, habe ich drei Teile Lengmo. Wir fangen mit dem Rucksack an. Also generell, ne, Sprengsatzwiderstand, ja, ist nice to have. Fähigkeiten, Lebensenergie ist, brauchen wir nicht unbedingt, je nachdem, welche Fähigkeiten man mit dabei hat. Mir ging es da um die 30% mehr LMG-Schaden, die natürlich dann super ankommen. Und die benannte Variante von dem Lengmo-Rucksack, die kommt mit perfekte, unaufhaltsame Kraft. Das Töten eines Gegners erhöht den gesamten Waffenschaden 15 Sekunden lang um 7%, kann bis zu 5 Mal gestapelt werden. 5 mal 7, 45, das knallt. Tötungen mit einer Granate fügen 2 Stapel hinzu. Das habe ich noch nie gemacht, wenn ich das gespielt habe. Das ist zu dämlich, das hinzukriegen. Beziehungsweise ich. Deswegen ist sehr, sehr geil. Und das Schöne ist, wenn der Tick von der Pestilenz einen Gegner umklatscht, was die meiste Zeit über passiert, dann bekommt ihr den Stapel darüber, während die Gegner einfach in der Deckung irgendwo wegkippen und Gegner, die ihr direkt wegballert. Und das ist halt die große Stärke der Pestilenz in der Season 2.0, weil die genug eigene Power hat, um die Gegner so wegzuballern, ohne dass der Schaden über Zeit, dass der groß mithelfen muss. Und das seht ihr auch gleich unten nochmal. So, wie gesagt, erste Teil-Lengmo, das zweite Teil-Lengmo und hier könnt ihr natürlich überlegen, wenn ihr keinen Bock habt auf Glaskanone. Ich habe jetzt hier Glaskanone drauf. Dann könnt ihr natürlich auch irgendein anderes Talent nehmen. Der Schaden geht dann natürlich ein bisschen runter. Aber in dem Fall wollte ich All-Out Warfare gehen und absolut Vollgas. Glaskanone, jeder Schaden, den sie zufügen, ist um 25% multiplikativ verschärft. Verstärkt. Verschärfter Schaden ist auch gut. Jeder Schaden, den sie erleiden, ist um 50% verstärkt. Das merkt man natürlich. Man muss halt ein bisschen vorsichtiger spielen, wenn man Glaskanone hat, aber
Haut auf jeden Fall richtig gut rein. So, das letzte Teil Lengmo sind, ist der Holster. Dadurch komplettieren wir den Dreierbonus und haben damit die 30% LMG-Schaden noch on top. Zusätzlich habe ich einfach die Gebet des Fuchses Knieschoner nochmal hinzugenommen, um noch ein bisschen mehr den Multiplikator in die Höhe zu treiben. Mit Schaden gehen ungedeckte Ziele drauf. Natürlich könntet ihr hier überlegen, dass ihr hier irgendwas anderes nimmt. Ich habe es so gelassen, einfach weil auch der Dot von der Pestilenz schön davon profitiert. Und das schauen wir uns auch gleich unten an. Ich würde euch empfehlen, tatsächlich einen Wiederbeleber hier mitzunehmen. Allein wegen Glaskanone, weil ihr recht schnell liegt, richtig gut Damage reinkommt. Und diesbezüglich ist der absolut eine gute Wahl. Als zweites habe ich den Todesfee-Impuls. Der bietet sich an, wenn man mit dem Richtschützen spielt. Das ist sehr, sehr cool. Rettet einem öfter mal den Arsch. Richtig cooler Puls. Und man verwirrt Gegner. Ich zeige es euch aber gleich unten nochmal am Schießstand. Und dann werfen wir mal einen Blick auf die Werte, würde ich sagen. So, wir sind bei 40% Chance auf Crit, was vollkommen okay ist. Dadurch, dass wir die Coyote-Maske anhaben, boosten wir die Chance auf Crit eh, je nachdem, wie weit der Gegner entfernt ist oder wo der Gegner durch den Tick von der Pestilenz gekillt wird. Sind bei hier 114,7% Schaden durch kritische Treffer, 14% Rüstungsschaden. Den Rest zeige ich euch hier. Und dann gehen wir mal runter zum Schießstand, würde ich sagen. Und dann stellen wir mal hier auf sehr schwer und dann bauen wir mal die Stacks auf. Ihr seht, der Schaden ist so nice jetzt. Wir sind schon bei 1,4 Millionen Ticks. Ja, wir treiben ihn noch mehr in die Höhe. Dann fast 1,6 Millionen Ticks. Und das bei dem Schaden, den die Pestilenz so schon rausdrückt. Das heißt, ihr habt das Beste aus beiden Welten. Ihr könnt die Gegner so super umpusten, seht ihr? Und auf der anderen Seite macht der Dot sein Übriges. 1,588 ist das Höchste, was ich rauskriege hier in der Variante. Geiles Ding. Also, wer gerne mit der Pestilenz spielt, ja, schaut euch das Bild mal an. So, und das war's von mir, Leute. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.